Hallo Yoga-Freund, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr die Wirbelsäule mobil machen könnt. Eine Möglichkeit, sie einerseits mobil zu machen, auf der vollen Ebene und der vollen Länge und andererseits auch zu kräftigen, was euch besonders auch hilft, wenn ihr irgendwas mit dem Nacken, mit dem Hals machen müsst, wie zum Beispiel einen Kopfstand oder einen Schulterstand. Es öffnet quasi die Wirbelsäule komplett und es heilt sie. Das ist eigentlich die integrale Idee dabei, dass sie wieder mobil wird. Es ist nicht so wichtig, wie weit du das hinkriegst, sondern dass du das einfach versuchst zu machen. Am besten ist eine glatte Wand oder eine Tür, am besten nicht von innen, dass die Tür nach außen aufgeht, sondern von der anderen Seite, die zu nehmen und sich damit zu beschäftigen. Und du machst das Ganze, jede Bewegung versuchst du einfach mal 5 Minuten lang zu machen. Es kann sein, dass am Anfang, dass das schwierig ist und du schaffst es nur 2 oder so, aber versuch mal 5 Minuten jede Bewegung, die ich dir jetzt zeige, zu machen. Ich werde das jetzt nicht 5 Minuten machen, sondern ich zeige euch nur, wie es geht und dann schauen wir mal. Okay, du stellst dich ungefähr eine Fußlänge, vielleicht aber auch näher, wenn du nicht dran kommst. Ich stelle mich jetzt ungefähr eine Fußlänge von der Wand entfernt und ich beginne oben mit dem Kopf, indem ich die Stirn an die Wand bringe und ich rolle dann die Nase, das Kinn, den Hals, den Brustkorb, den Bauch, das Becken, die Oberschenkel und weg. Und Stirn, Nase, Kinn, Hals, Brustkorb, über den kompletten vorderen Oberkörper, die Oberschenkel und weg. Noch ein drittes Mal. Kopf, Nase, Kinn, Hals, Brust, Bauch, Becken, Oberschenkel und Knie. Das ist die erste Bewegung. Jetzt das Ganze andersrum. Wir beginnen an den Knien, Oberschenkel, Bauch und du gehst weg, weg, Hals, Kopf und Knie. Beginnen. Geh nicht zurück, sondern versuche die Bewegung. Also es gibt einen klaren Anfang. Knie, Oberschenkel, Bauch, Brust, Hals, Kopf und zurück. Das sind die beiden vorderen. Dann drehe ich mich um. Auch ungefähr die gleiche Entfernung. Und jetzt versuche ich mich komplett, tutto completo, erstmal an die Wand zu bewegen. Ich beginne mit dem Hinterkopf. Roll, lass den. Geh mit der Wirbelsäule da dran, mach mich rund. Geh mit der Wirbelsäule, Wirbelsäule, Wirbelsäule. Und nach vorne. Hinterkopf. Rollen. Lass die Wirbelsäule ganz dran gehen. Drück den Hinterkopf leicht dagegen, dann das Becken kippen und hoch. Und Kopf, Nacken, Brust, Lendenwirbelsäule, kippen und hoch. Das ist die erste rückseitig. Jetzt die zweite andersrum. Becken. Und jetzt versuche ich wegzugehen. Ich versuche mich ganz rund zu machen. Das Becken geht nach vorne. Ich gehe mit so wenig wie möglich Kontakt gegen die Wand. Hinterkopf und nach vorne. Becken. Beziehungsweise Gesäß und dann roll die Wirbelsäule
zusammen, zieh sie zusammen, zieh sie zusammen, roll dich auf. Und der Hinterkopf drückt dich zurück zum Stehen. Und ein drittes Mal. Und rollen. Roll dich auf. Okay. Okay, das heißt, du wirst dafür circa 20 Minuten brauchen. Mach das, wenn du das am Anfang machen möchtest, mach es zweimal, dreimal die Woche. Gib dir ein bisschen Zeit. Du wirst feststellen nach einem Monat, dass deine ganze Wirbelsäule viel mobiler ist. Dass Schmerzen gehen, dass Schmerzen, die auch in den Arm ausstrahlen oder Schmerzen von Dingen wie Schulterständen, wo das sehr gestaucht wird oder vom Kopfstand, dass die gehen, der untere Rücken. Und hab Spaß daran und viel Erfolg.